Willkommen zurück zu SFS Tutorial und das hier ist eine kleine Erweiterung zu dem BP-Edit Tutorial, was ich schon vor 2-3 Wochen gemacht habe. Und zwar wurden ein paar neue, super neue, unbekannte Texturen geleakt. Wie ihr sehen könnt, das sind Texturen, die man im normalen Spiel nicht bekommen kann und eigentlich auch nicht offiziell existieren. Es ist so, diese Texturen waren schon eine ganze Weile jetzt im Spiel. Und zwar hat der Developer die benutzt, um Tests durchzuführen. Und die hier waren dann wahrscheinlich, nicht anbrüllen, wenn es falsch ist, sie waren wahrscheinlich für ein Saturn 5 Pack gedacht. Also wenn irgendwann mal so etwas hinzukommen würde, wie ein Saturn 5 Pack oder Soyuz oder Proton oder irgendwelche anderen speziellen Raketen, dann hätte es dazu ein Pack gegeben. Und diese Texturen waren schon vorher drin, waren aber nicht bekannt. Vor ein paar Wochen, so eine Woche oder ich glaube eineinhalb Wochen, wurde es dann bekannt, diese Texturen wurden geleakt und jetzt hat jeder Zugriff darauf. Und ich werde euch auch zeigen, wie man die bekommt. Und wir werden erstmal durchgehen, was das für Sachen sind. Die funktionieren übrigens auch auf Separatoren und auf diesen Nutzlastverkleidungen. Ich habe das hier auf den Tanks gemacht, weil man das da am besten erkennen kann. Als erstes haben wir hier SVS1 Flag. Das kann ich euch auch mal einblenden. Das ist einfach eine USA-Flagge, wie ihr sehen könnt. Und die ist auf die Seite, fast doppelt auf die Seite von einem Treibstofftank drauf gemacht. Das funktioniert auch in allen möglichen Größenvariationen, könnte aber Probleme aufweisen, wenn ihr das auf anderen Größen draufpackt. Also das ist SVS1 Flag und dann haben wir als nächstes, das ist auch SVS1, aber diesmal USA, also SVS1 USA. Das ist so ähnlich wie, wie diese Streifen, die man schon machen kann. Und ihr seht auch, die sind klitzekleines bisschen falsch skaliert. Ihr seht da diesen Streifen, diesen klitzekleinen Streifen, der da überhängt. Das ist natürlich super nervig, aber die waren eigentlich nur zum Test gedacht. Deshalb können wir da nicht viel von erwarten. Also das war SVS1 USA und als nächstes haben wir SVS2. Die Größe hier stimmt nicht ganz. Eigentlich steht da United States. Das heißt einfach Vereinigte Nationen oder im Grunde ist es nur Amerika. Wir nennen es halt nur Amerika. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika und auf dieser Größe vom Treibstofftank passt es nicht besonders gut. Ich wollte es aber auf demselben Tank zeigen, deshalb sieht das hier ein bisschen schlecht aus. Ihr könnt das natürlich alles selber ausprobieren. Momentan sind die noch im Spiel. Wer weiß, ob die entfernt werden. Ich glaube, sie werden nicht mehr entfernt, aber es könnte halt trotzdem passieren. Deshalb schaut sie euch auf jeden Fall an, bevor sie weg sind. Das war SVS2 und jetzt haben wir SVS3. Und zwar einfach USA drauf, was natürlich für Amerika steht. Das ist auch ganz einfach, drei Buchstaben. Ist natürlich ganz interessant, weil wir bisher nicht die Möglichkeit hatten, Buchstaben auf Treibstofftanks drauf zu machen. Aber jetzt hätten wir einen Weg und das gefällt den Developern bestimmt nicht. Jedenfalls ist es auf jeden Fall ganz schön, auch mal Buchstaben auf Tanks drauf zu sehen. Jetzt haben wir noch ein spezielles, was ziemlich ähnlich aussieht zu dem Orange, das wir momentan haben. Es ist aber so ein bisschen spezieller. Und zwar ist das hier Gold Foil. Das ist einfach der Lunar Lander, der hatte ja so eine goldene Folie am unteren Teil. Und zwar sollte das hier das nachstellen. Sieht für mich nicht so ganz nach dem Gold aus, aber ich würde sagen, es ist schon ziemlich nah dran. Zu guter Letzt haben wir noch das USA-Logo. Und ja, das ist wirklich sehr verpixelt. Ich weiß auch nicht, das sieht nicht so aus, als hätte es jemals auf einer Rakete drauf gehört. Wir haben es aber jedenfalls und mit den ganzen Buchstaben
wie gesagt, es ist schön, auch mal ein paar Buchstaben drauf zu sehen. Das ist auf jeden Fall USA-Logo. Und das waren die 6 verschiedenen Texturen, die es gibt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die da drauf kriegt. Um die Texturen zu bekommen, braucht ihr einen Dateieditor. Ich benutze hier Quick Edit. Ich bin auf Android. Wenn ihr iOS habt, dann bräuchtet ihr natürlich was anderes. Jedenfalls zeige ich es hier. Wir haben hier die Datei, die Blueprint-Datei. Und wir haben hier den Treibstofftank. Wir haben ganz viele Treibstofftanks. Ich würde es gerne hier auf der Nutzlastverkleidung zeigen. Hier ist Fairing. Und da müssen wir unten bei Color Text suchen. Also hier oben steht ja Fairing. Und jetzt gehen wir so weit runter, bis wir hier Color Text finden. Und hier können wir die ganzen Sachen dann eintragen. Ich würde sagen, wir nehmen mal als Beispiel SV-S, nehmen wir mal 3. Und dann speichern wir das Ganze ab. Und jetzt können wir einfach die Datei nochmal laden. Also hier Bauplan laden. Und ich habe das unter ZZ gespeichert, damit man es einfach finden kann. Und jetzt schauen wir mal. Ihr seht, da ist schon USA leicht aufgedruckt. Das ist hier natürlich grau, weil die Nutzlastverkleidung insgesamt, also im Inneren, generell grau sind. Wir können das mal laden lassen. Und dann könnt ihr das auch sehen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und ihr seht, da steht USA drauf. Das heißt, wir haben es erfolgreich hingekriegt und alles explodiert. Alles bis auf die Nutzlastverkleidung. Perfekt. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.